nochmal recht herzlich zwei Bundesministerinnen und einen EU-Kommissar hier in Feldkirchen bei Graz. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich alle überwältigt, wenn man hier mitten in dieser Baustelle steht, dann erkennt man erst die Dimension des gesamten Projekts und dann erkennt man neuerlich, dass hier wirklich Zukunft geschrieben wird. Und insofern möchte ich mich nicht zu sehr wiederholen im Vergleich zur Infobox, aber darf zum Ausdruck bringen, dass ich wirklich mich bei allen Verantwortlichen in der Europäischen Union und in der Republik Österreich dafür bedanken möchte, dass diese wesentliche Weichenstellung für den Süden Österreichs tatsächlich gelingt. Dies ist nicht nur ein Projekt für den Süden Österreichs, sondern es ist ja gleichzeitig auch ein wesentlicher Lückenschluss in der europäischen Infrastruktur. Also hier wird in einer Zeit, wo die Schiene, wo die Eisenbahn von noch entscheidenderer Bedeutung ist, wenn wir unsere Ziele im Klimaschutz erreichen wollen, ganz etwas Wesentliches geschaffen. Ich bin für die Steiermark deswegen so froh, weil sich hier der ganze Süden Österreichs wird neu gedacht werden. Die 45 Minuten Graz-Klagenfurt oder Klagenfurt-Graz werden einfach Lebenswelten verändern, werden individuelle Lebensplanungen verändern und sind heute noch gar nicht abzuschätzen, was das für den gesamten Süden bedeutet. Abschließend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass sowohl die Kornbahn mit dem Kornbahntunnel als auch der Semmeringtunnel dann zusammenfließend insgesamt zu einer neuen Südbahn wichtig sind, dass wir das aber nicht als reine Insellösungen betrachten dürfen, sondern dass wir natürlich alles in den nächsten Jahren daran setzen müssen, auch den Lückenschluss zwischen diesen neuen Infrastrukturprojekten zu optimieren, einschließlich meines Erachtens der Prüfung, ob man nicht doch auch einen Halt hier neben dem Flughafen für möglich hält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insgesamt eine Sternstunde für den Süden Österreichs und eine Sternstunde für Europa. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Sehr geschätzte Frau Kollegin, Frau Bundesministerin, liebe Leonore, geschätzter Herr Kommissar, lieber Gio, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir hier hereingegangen sind, ist mir das Herz aufgegangen. Nicht nur wegen dieses tollen Projektes des Choralmtunnels, der ja eigentlich gemessen an der Dauer des Projektes kurz vor der Vollendung steht, sondern vor allem auch wegen dieser riesengroßen Europafahne. Worum geht es denn heute und eigentlich auch schon seit gestern? Es geht darum, dass wir zeigen wollen, dass Europa investiert. Gestern und heute findet die erste Jahreskonferenz zur Umsetzung des EU-Aufbauplans statt. Und der besteht aus zwei Teilen. Gestern einer Tagung, einer Fachtagung, wo wir zu Gast sein durften im Haus der Europäischen Union in Wien. Und heute, wo wir in der Region sind, wo wir in deinem wunderschönen Bundesland sind, lieber Herr Landeshauptmann, und wir eines von vielen und dann auch noch ein zweites Projekt sehen werden, worin Europa investiert und dass dieses Geld tatsächlich in der Region ankommt. Und das ist genau das Ziel dieses Aufbau- und Resilienzplanes, der Fazilität, wie es in der Fachsprache heißt, aber wir nennen es verkürzt EU-Aufbauplan. Es geht darum, aus der Krise herauszukommen, gestärkt herauszukommen und nachhaltiger, digitaler und krisenfester zu werden. Österreich bekommt einen Betrag von 3,75 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026. Aber wir bekommen das genauso wie alle anderen Mitgliedstaaten nicht einfach so, sondern wir müssen nachweisen, dass wir dieses Geld leistungsgebunden einsetzen. Und heute ist zum ersten Mal die Gelegenheit, das auch tatsächlich medienwirksam, öffentlichkeitswirksam zu tun. Wir müssen bis 2026, wir haben es ja selbst eingereicht, 171 Meilensteine erreichen. 44 haben wir bereits erreicht und damit fließen die ersten 700 Millionen Euro. Ich habe gestern das Strahlen und Funkeln in den Augen des Finanzministers selbst gesehen. Wir sehen aber auch, oder Sie sehen vielleicht auch das Funkeln in meinen Augen, denn Österreich ist damit tatsächlich auch in einer Art Pole Position, wenn es darum geht, Gelder abzuholen und entsprechend zweckentsprechend einzusetzen. Wir bauen auf Europa.
Und im wahrsten Sinne des Wortes ist es hier so, wir haben schon gehört, das ist eine Baustelle hier noch, die eine der umfangreichsten und beeindruckendsten Infrastrukturprojekte Europas darstellt, wo Kärnten und Steiermark verbunden werden, wo unglaublich viele Menschen einfach zusammengeführt werden durch eine kurze Verbindung zwischen Klagenfurt und Graz mit 45 Minuten und wo wir eingebunden in ein europäisches Netzwerk tatsächlich sagen können, dass wir von der baltisch-adriatischen Achse sprechen können, nämlich der Strecke zwischen der Ostsee, Danzig und Adria, Ravenna. Und das Kernstück liegt logischerweise in Österreich, inmitten des schönen Bundeslandes Steiermark und natürlich auch Kärnten. 50 Millionen Menschen werden davon auch hier alleine in der Region profitieren. Wir haben aber auch noch ein zweites Projekt heute zum Angreifen, wenn Sie so wollen, dass wir uns hier anschauen, wo es darum geht, defekte Geräte zu reparieren, nicht wegzuschmeißen, sondern hinzugehen und sich einen Reparaturbonus bis zu 200 Euro zu holen und einfach hier auch damit zur Nachhaltigkeit Österreichs beitragen. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen Betriebsbesuch bei der Firma, bei dem Familienbetrieb Hirschmann machen werden können. Und ich darf schon sagen, die Klein- und Mittelbetriebe, die kleinen und mittleren Unternehmen, die sind tatsächlich das Rückgrat der Wirtschaft auch hier in Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist fest eingebunden in die europäische Gemeinschaft. Ich persönlich würde mir öfter so große Europafahnen mitten in Österreich wünschen, damit man auch wirklich sieht und zeigen kann, wo Europa auch für die Menschen in der Region Probleme löst. Und wenn es jetzt darum geht, Gelder abzuholen, dann werden wir weiter Vorreiter bleiben und das auch tun. Ich darf damit schließen, dass ich immer sage, Österreich ist wichtig für die Europäische Union, aber auch umgekehrt. Und Europa findet nicht in Straßburg oder in Brüssel statt, sondern da, wo die Menschen leben, da, wo sie Probleme haben, wo sie auch Lösungen und Antworten aus der europäischen, aus der politischen Ebene auch warten und hoffen. Und heute können wir das zeigen. Wir werden uns weiter für dieses Europa einsetzen. Wir werden weiter ein starkes Österreich sein in diesem Europa. Und heute zeigen wir, Europa wirkt vor Ort, Europa investiert, Europa baut auf. Und wir bauen auf Europa. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Die Klimaschutzministerin, bitte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn es an einem Bahnprojekt so großes Interesse gibt. Weil Europa baut auf, wir bauen auf Europa, aber wir bauen auch Europa. Wir bauen nämlich mit diesem Infrastrukturprojekt hier im Süden Österreichs tatsächlich eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Einen ganz wichtigen Teil einer europäischen Achse, aber vor allem bauen wir, und das hat der Herr Landeshauptmann vorher auch schon ausgeführt, wir bauen hier für den Süden Österreichs Zukunft. Und anders kann man es nicht nennen, wenn wir uns anschauen, was hier entsteht. 130 Kilometer lang wird die Koralmbahn sein zwischen Graz und Klagenfurt. Sie verbindet in Zukunft den österreichischen Norden mit dem österreichischen Süden auf eine komplett moderne und nachhaltige Weise. An der Strecke, die wir hier neu denken und bauen, der Südstrecke, leben in Summe 3,5 Millionen Menschen. 3,5 Millionen Menschen, für die durch eine neue Bahnverbindung auf der Südstrecke neue Lebensräume, neue Wirtschaftsräume, neue Perspektiven, neue Lebensmöglichkeiten entstehen. Und für all diese Menschen wird es in Zukunft leichter, schneller, bequemer, noch besser, sich klimafreundlich fortzubewegen. Und ich hatte schon das Privileg und die absolute Freude, ich durfte durch diesen Tunnel schon durchfahren. Noch nicht mit den 200 km/h, mit denen man dann im Vollbetrieb machen werden. Aber in diesem Tunnel wird die Bahn in Zukunft auch auf der Südstrecke das Match gegen das Auto gewinnen. Momentan ist die öffentliche Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt, sind es noch rund 2 Stunden. Ich bin erst vor kurzem in dem Bus gesessen. Und wenn ich mir jetzt hier vorstelle, da, hier in diesem Tunnel, verkürzt sich diese Fahrzeit in Zukunft auf 45 Minuten.
45 Minuten. Und für alle, die so alt sind wie ich, die können sich noch erinnern, über die Bundesstraße, über die Back nach Kärnten. 45 Minuten mit dem Zug. Da geht mir auch das Herz auf. Jedes Mal wieder, wenn ich dran denke. Ab 2030 heißt es dann mit der gesamten Südstrecke noch kürzere Verbindungen, dann ist nämlich der Semmering-Basistunnel auch fertig und wird für Reisende noch einmal eine Verkürzung bringen. Dann sind wir nämlich in Summe Graz-Wien 1 Stunde 50 und in nur 2 Stunden 40 von Graz in Klagenfurt. Und wenn man sich anschaut, als dieselbe Beschleunigung auf der Weststrecke stattgefunden hat, war ganz klar, das ist ein Boost für den klimafreundlichen Verkehr, das ist ein Boost für die Bahn. Und deswegen ist es so eine große Freude, hier heute alle gemeinsam zu stehen, weil nach 25 Jahren Bauzeit sind wir jetzt wirklich im Zielsprint dieses riesigen und großartigen Infrastrukturprojekts. Der Abschied hier zwischen Feldkirchen und Weitendorf ist der letzte große Abschnitt, das letzte Puzzleteil ist im Rohbau fertig. Die Arbeiten gehen nun nahtlos weiter zur Ausstattung mit der Bahntechnik und dann damit gehen wir wirklich in dieser neuen Hochleistungsstrecke in die finale Phase. Wir haben es vorher schon gehört in der Infobox, ich werde die technischen Details jetzt nicht mehr wiederholen. Ich möchte nur sagen, wir haben hier wirklich ein großartiges Projekt, das nicht nur zum Klimaschutz und zum Umweltschutz beiträgt, wenn es fertig ist, sondern wo auch während der Bauphase wirklich geschaut wurde, dass ein Höchstmaß an Effizienz und Umweltschutz auch beim Bau selbst stattfinden kann. In Summe investieren wir auf der gesamten Strecke 6,1 Milliarden Euro und das Aufbauinstrument der EU, Next Generation EU, der Aufbauplan, den wir gemeinsam entwickelt und haben und gemeinsam mit Leben fühlen, trägt dazu zu diesem konkreten Projekt, also in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium, dem Klimaschutzministerium, der ÖBB, 543 Millionen Euro bei. Und das ist gut investiertes Geld, das ist gut investiertes Geld in die Zukunft, in den Klimaschutz, in die Region, in die Arbeitsplätze. Caro Edstadler hat schon gesagt, wir werden uns noch einen zweiten Schauplatz anschauen, der durch EU-Aufbaugelder unterstützt wird, ein Reparaturbetrieb. Dort werde ich Ihnen dann gern noch über ein zweites großartiges Projekt aus dem EU-Aufbaufonds berichten, nämlich unseren Reparaturbonus. Aber ich belasse es jetzt einmal bei dem, was wir hier im System Bahn in Österreich mit dieser gemeinsamen Kraftanstrengung weiterbringen und auf den Boden bringen. Und ich sage Hallo da oben zu all den großartigen Menschen, die das nämlich in der Realität auf den Boden bringen, weil die machen den Job und die Arbeit. Also herzlichen Dank dafür und Glück auf beim weiteren Bau. Vielen herzlichen Dank. Herr Kommissar, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das herrliche Wetter. Also wenn ich mir da gelegentlich etwas aus den Augen gewischt habe, dann nicht eine Träne, sondern einfach, weil die Sonne da so herblendet. Als Haushaltskommissar bedauere ich das nicht, sondern ich freue mich, dass wir hier gut eingesetztes Geld investiert sehen. Es ist sehr viel davon gesprochen worden, dass der Süden Österreichs damit viel besser angebunden ist. Aber gestatten Sie mir vielleicht auch eine größere, eine europäische Einbettung und daher auch die Rechtfertigung, warum auch europäische Gelder hier zum Einsatz kommen im Rahmen des Wiederaufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union. Und ich darf sagen, in den Diskussionen zur Schaffung dieses Fonds habe ich den Begriff Resilienz eingebracht, weil es ja nicht nur darum geht, das war die ursprüngliche Intention dieses Aufbauplans, so schnell wie möglich wieder aus der wirtschaftlichen Problematik, um nicht zu sagen Depression nach Covid herauszukommen, sondern dass wir einfach die Gelegenheit auch nutzen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Und eine Wettbewerbsfähigkeit ist auch dann gegeben, wenn die Infrastruktur funktioniert, denn das größte Asset, das wir in Europa haben, ist ein funktionierender Binnenmarkt. Wir sind mit Abstand der attraktivste Markt, Absatzmarkt weltweit, das gibt uns auch eine Stärke. Daher müssen wir auch diese Stärke weiter pflegen und kultivieren. Gegenwärtig ist viel davon die Rede, globale Versorgungsketten, Verkaufsketten etc. zu stärken, zu entwickeln, weiter zu entwickeln, umzugestalten. Aber es darf gesagt werden, auch innerhalb Europas gibt es entsprechende
Versorgungsketten, Verkaufsketten. Und gerade Österreich gehört hier ganz fundamental dazu. Das ergibt sich schon aus der geografischen Lage. Österreich hat nach Deutschland, und das ist bekanntlich flächenmäßig ein bisschen größer, die meisten Nachbarn, nämlich 8, was sich logischerweise auch aus der geografischen Lage ergibt. Und deswegen haben wir natürlich ein hohes Interesse, dass hier der entsprechende Warenaustausch gewährleistet sein kann und noch dazu verbessert und, was hier der Fall ist, sozusagen von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Stellen Sie sich vor, mit der Bahn kann ich, also die Bahn hat einen um 15 Mal geringeren CO2-Ausstoß wie der LKW. Das heißt, es ist ein ganz wesentliches Instrument zum grünen Übergang zur CO2-Neutralität bis 2050. Deswegen haben wir hier auch aus Gründen des grünen Übergangs zu investieren. Und wir haben zu investieren, schauen Sie sich die Geografie an, der Klimawandel hat viele Aspekte. Ein Aspekt ist, dass die berühmte Nordostpassage nördlich von Russland mehr und mehr eisfrei wird. Es ist davon auszugehen, dass es mehr und mehr Schifffahrts- und Handelsverbindungen auf diesem Weg gibt. Und daher ist es notwendig, auch hier die Infrastrukturen zu entwickeln. Bis vor kurzem war die Ausgangslage, wir liefern in den Norden. Heute ist es durchaus realistisch anzunehmen, dass wir auch Güter von den Norden in den Süden bekommen. Deswegen ist das, was wir heute hier sehen, was wir heute hier uns anschauen, was wir bewundern, wo wir uns freuen, dass ein sozusagen Jahrhundertprojekt kurz vor seinem erfolgreichen Abschluss steht, eingebettet in die baltik-adriatische Eisenbahnverbindung. Also die Verbindung, wurde schon gesagt, von der Ostsee und ehrlich gesagt noch weiter hinauf bis Murmansk. Momentan und auf absehbare Zeit keine Alternative, aber wir planen ja nicht für die nächsten paar Jahre, sondern für einen wesentlich längeren Zeitraum. Also was wir hier sehen, ist ein Teil eines europäischen Transportkorridors, eines ganz wichtigen Korridors, der den Norden Europas mit dem Süden Europas verbindet und der hier auch der Region nicht nur sozusagen im Nahverkehr Optionen gibt, sondern auch im Warenaustausch, in der Mitwirkung an der wirtschaftlichen weiteren Entwicklung. Und die Steiermark ist ja und neuerdings auch Kärnten ganz wesentliche Wirtschaftsstandorte. Und diese Infrastrukturmaßnahme wird einen weiteren wesentlichen Booster beitragen. Und insofern bin ich höchst zuversichtlich, dass diese Investition, dieser Bau, diese Maßnahme jenen Experten, die uns sagen, das ist eigentlich nicht eine, wie soll ich sagen, sinnvolle Investition, dass wir denen sehr schnell Lügen strafen werden. Denn ich bin überzeugt, dieses Infrastrukturprojekt, diese Bahnroute wird sehr schnell eine große Attraktivität entwickeln und einen echten europäischen Mehrwert generieren. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Kommen wir zu den Fragen Ihrerseits von den Medienvertreterinnen. Gibt es Fragen? Patrick. Hier ein Kollege, wenn Sie bitte so nett sind und sich vorstellen und das Medium, das Sie vertreten. Wappel Michael, Puls 24. An die Frau Minister und den Kommissar bitte. Wie sehen Sie den öffentlichen Verkehr in Österreich im EU-Vergleich? Wir haben gerade darüber diskutiert, wer beginnen darf. Ich darf beginnen und muss sagen, ich bin eine große Verfechterin des öffentlichen Verkehrs. Warum? Der Herr Kommissar hat es ausgeführt, gerade vorher, wir alle sehen und spüren die Klimakrise täglich. Wenn die Landwirte, Landwirtinnen nicht mehr wissen, wie es zwischen Trockenheit und Extremwetter Ernte zusammenbringen oder die Touristiker, Touristikerinnen die Skipisten von den Bergen ringen. Und das heißt, wir müssen der Klimakrise was entgegensetzen. Und ein großer Teil der Lösung ist schlicht und ergreifend der öffentliche Verkehr.
nämlich die Verlagerung auf die umweltfreundliche Mobilität. Jeder Kilometer auf der Bahn, jeder Kilometer im öffentlichen Verkehr ist ein Kilometer für den Klimaschutz. Und deswegen haben wir, seit ich Ministerin bin in dieser Bundesregierung, jedes Jahr mehr Geld in den öffentlichen Verkehr investiert, jedes Jahr das Angebot auf der Infrastruktur, die wir finanzieren, erhöht und mit dem Klimaticket für die Menschen einfach ein unschlagbares Angebot geschaffen, so dass der öffentliche Verkehr wirklich das Einfachste, das Bequemste, das Logischste ist, wo man gern und bequem auch einsteigt. Und wir stehen da also mit diesen Investitionen, mit der Größe der Investitionen, mit dem Projekt Klimaticket, das jetzt gerade europaweit Nachahmer findet, wirklich im europäischen Vergleich, gerade bei der Bahninfrastruktur, wirklich ausgezeichnet da. Und ich glaube, das können auch alle bestätigen, die wie ich oft einmal grenzüberschreitend unterwegs sind im internationalen Bahnverkehr. Da haben wir wirklich dank auch wirklich Jahre und Jahrzehnte lang konsequenter Investitionen in die Infrastruktur wirklich was herzuzeigen. Im öffentlichen Verkehr in der Fläche, daran arbeitet man beständig auch mit den Bundesländern, um das Angebot zu verbessern, damit man auch im Busverkehr, im regionalen Zugverkehr mehr Angebot zustande kriegen. Wir haben gerade mit der letzten Klimaticket-Reform noch einmal zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt für die Bundesländer, auch zur Ausweitung des Angebots. Bei mir ist also Anliegen, dass man, wenn wir darüber reden, was heißt Klimaschutz, dass wir dem öffentlichen Verkehr wirklich zur bequemsten Variante machen. Und es braucht gemeinsames Engagement, das braucht gemeinsames Commitment. Aber gerade was die Bahn betrifft, brauchen wir uns im Europavergleich, können wir da wirklich stolz sein auf das, was wir da zustande bringen. Kann ich im Wesentlichen bestätigen. Natürlich dürfen Sie Österreich nicht vergleichen mit Westeuropa, wo auch ausgrund der geografischen Möglichkeiten viel Fläche, Frankreich, Spanien, es natürlich möglich war, sehr frühzeitig auf einen hochleistungsfähigen Schienenverkehr zu setzen. Gerade in Westeuropa, Sie wissen, ich lebe hauptsächlich in Brüssel, wir fahren dort in 80 Minuten von Brüssel nach Paris, in noch weniger nach Amsterdam, in 2 Stunden 15, immer noch durch den Tunnel nach London. Aber das ist natürlich auch, weil es dort eine hohe Konzentration an Bevölkerung gibt, daher von dem her eine Effektivität. Aber das, was in Österreich, glaube ich, sehr, sehr gut schon funktioniert, ist der Personennahverkehr. Es hat jetzt viele wichtige Investitionen im Bereich eben des Ausbaus der Infrastruktur gegeben, um den Güterverkehr entsprechend zu attraktivieren. Und ich glaube, dass Österreich hier ganz wichtig auch ist, im Hinblick auf die weitere Anbindung Südosteuropas. Dort haben wir erhebliches Entwicklungspotenzial. Dort ist es notwendig, weiter zu investieren. Aber daher ist es notwendig, dass am Beginn eben schon die Voraussetzungen gegeben ist. Was ich mir persönlich wünsche, ist im Bereich der Eisenbahn, ehrlich gesagt, eine viel bessere europäische Zusammenarbeit. Es ist heute so, dass ein Waggon von sozusagen 80% seiner Zeit, die er von A nach B unterwegs ist, irgendwo steht und nur 20% etwa fährt, weil es diese technischen Kontrollen und was immer es ist und auch möglicherweise der Mangel an entsprechenden Netzen. Denken Sie daran, wie zeitaufwendig es ist, von Osten nach Westen durch Deutschland zu fahren. Da gibt es erhebliches Verbesserungspotenzial, und wenn wir wirklich am Ende des Tages gerade im Hinblick auf den Klimawandel erfolgreich sein wollen, dann müssen wir hier entsprechend ausbauen, Fernverkehr und Nahverkehr in vielen Bereichen parallel schalten, damit hier eben beides auch parallel möglich ist und dass vor allen Dingen es tatsächlich möglich ist, dass am Ende des Tages wesentlich mehr LKWs und Transport via LKW auf die Schiene verlagert wird. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und wir gehen zum nächsten Programmpunkt. Ja, ich darf Sie jetzt kurz zu einem Gruppenfoto bitten. Einmal in diese Richtung und einmal dann vor der großen, vielgelobten Europafahne. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!